aber wir werden es rausfinden. Hodehü! Ganz einfach. Hauptsache mal drauf. Schnell, bau! Ach so, wir kriegen Geld, wenn wir was bauen. Das bisschen, was wir jetzt abgezogen bekommen haben, holen wir uns wieder rein. Ach so. Hä? Okay, ein kleines Rätsel. Das sieht aus, als gehört es da hoch. Nee, gehört hierher. Ah, jetzt bin ich zu weit. Nein! Das gehört so. Wie lol. Ich überlege natürlich gerade, wie das gehen soll. Und jetzt? Bringt uns ja sehr viel. Nämlich genau gar nichts. Toll. Hat uns jetzt mega viel gebracht. Oh doch, da war was vergessen. Los! Die müssen wir noch erwischen da hinten. Da drin ist noch was. Macht irgendwie Spaß. Mit dem Charakter. Aber da gibt es ja gar nicht so viel zu erzählen. Hier waren wir stehen geblieben. Erwischt. Die hätte ich gern. Vielen Dank. Also dieser Lego-Style, ne? Einfach Hammer. Hier waren noch überall noch welche, ne? Eins von zehn. Ach, die gibt's in jedem Level. Ich dachte insgesamt. Ach so. Na, das ist ja was anderes. Da hätte ich mir jetzt mehr Mühe geben können. Tschüss. Kommst du, Bediensteter? Massenexplosion! Mist.
Ah, das bleibt alles. Ja, dann muss ich mich hier gar nicht beeilen, wenn das eh alles bleibt. Oder auch nicht. Auch gut. Ach so, öffnet man also heutzutage Türen. Ah, das sind unsere Freunde. Attacke! Gefällt mir schon besser. Ah, mein alter Charakter. Endlich habe ich dich wieder. Und ich merke gerade, im Moment kommentiere ich vielleicht ein bisschen wenig, kann das sein? So, sammeln wir also mal alles ein. Aber ich weiß auch gar nicht so die Gesprächsthemen. Also zur Grafik schon mal, das ist schon mal einsame Spitze. Da gibt es auch gar nicht so viele Gesprächsthemen, weil das einfach nur geil ist, das Spiel. Naja, geil. Ich möchte nicht lügen. Aber es ist schon sehr gut gemacht, muss ich schon sagen. Du hättest auch einen Walkout machen können. Ja, ich weiß. Tut mir leid. Ja, ich... Es tut mir leid, es passiert selten, dass ich mal so sprachlos bin. Und diese Büsche, die kenne ich noch. Die hatte ich immer als Lego-Büsche. Und es hat gerade ein bisschen geruckelt, habt ihr bestimmt gemerkt. Schießt ihr nur schon mal. Was bildest du dir eigentlich ein, Junge? Ah, ihr seid geschützt. Machen wir erstmal alles kaputt. Kennt man ja so von der alten Jedi-Schule. Boah, so ein Lichtschwert wäre schon mal ganz praktisch, ne? In der richtigen Welt so ab und zu. Da kann ich mir zum Beispiel meine Butter mitschmieren oder sowas eben. Hoffentlich erreichen wir den wahren Jedi-Status. Ich bin zuversichtlich. Los, Busch, ich beschwöre dich! Stell beiseite, beiseite. Oh oh. Na, zumindest haben wir das Gold noch. Oh, die Dinger kann man auch hochjagen. Wusste ich nicht. Dann machen wir das natürlich auch. Das bringt uns jetzt was? Ja, dass wir mal jeden gespielt haben, spielen wir jetzt auch mal den. Wie heißt der eigentlich? Captain Panaka. Was? Captain Panaka. Okay. Ach so.